Die IntelliMaus von Microsoft. Wofür ist denn das Rad? Damit kann man scrollen und zoomen. Kaum zu glauben. Aber es stimmt. Früher, da musste man zum Scrollen die Arbeit unterbrechen, den Cursor hierhin bewegen, klicken und klicken oder dieses kleine Ding packen und hoffen, dass es sich an die richtige Stelle ziehen lässt. Aha. Aber mit IntelliMaus und Microsoft Office 97 sowie einer Vielzahl anderer IntelliMaus-kompatibler Anwendungen ist das alles ein Kinderspiel. Man kann das Rad bewegen, um zu scrollen oder das Rad hinunterdrücken, die Maus an die gewünschte Stelle bewegen und schwupps, ganz ohne Hände. Immer langsam. Um langsamer zu werden, einfach die Maus langsamer bewegen. Bewegen Sie sie nach vorne und scrollen Sie zurück. Bewegen Sie sie quer und scrollen Sie zur Seite. Oder halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und zoomen Sie. Moment mal, wie wird gezoomt? Früher, da musste man zum Scrollen die Arbeit unterbrechen. Den Cursor hierhin bewegen, klicken und klicken. Oder dieses kleine Ding packen und hoffen, dass es sich an die richtige Stelle ziehen lässt. Die Maus mit dem Rad. Von Microsoft.